Moin Leute, ich begrüße euch ganz herzlich auf unserem YouTube-Kanal. Mein Name ist Kai Stüven von der Firma Stüven Kfz Alarm. Wir beschäftigen uns seit 3 Jahrzehnten mit dem Thema Fahrzeugsicherheit und sind dafür in Deutschland Marktführer. Hauptdarsteller in meinem heutigen Video ist ein Nissan GT-R und verbaut haben wir ein Sicherheitssystem der Marke Pandora. Und was für uns ganz, ganz wichtig ist, dass wir jeden Tag bei so wertvollen Sportwagen oder SUVs oder Oldtimern Systeme einbauen können, die wir absolut rückstandsfrei einbauen können, ohne dass wir irgendwas in dem Fahrzeug beschädigen. Und mit der modernen Bluetooth-Technologie von Pandora ist das natürlich für uns möglich. Ganz wichtig auch für Leute, die jetzt Firmenwagen oder Leasingfahrzeuge haben und das Fahrzeug zum Beispiel nach 3 Jahren wieder abgeben, dann wollen wir diese Sachen natürlich ausbauen, ohne dass wir an dem Fahrzeug irgendwas verletzt haben. Sehr großer Mehrwert von dem System, auch der sehr, sehr geringe Stromverbrauch, denn solche Fahrzeuge stehen natürlich mehr rum, als sie tatsächlich gefahren werden. Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal an einem BMW M3. Wie einfach es ist, so ein Fahrzeug spurlos zu öffnen und zu entwenden, zeigt euch mein Freund Alexei Krutschanow von der Firma Ugonanet in seinen beeindruckenden Videos. Wie Schlüssel an dem Fahrzeug angelernt werden, wie Frequenzen verlängert werden, wie einfach es ist, werkseitige Alarmsysteme und Ortungssysteme außer Kraft zu setzen. Wie man sich davor schützen kann, zeigt sein Landsmann André Petroni von der Firma Pandora. Was ich besonders beeindruckend fand bei meinem Besuch in dem Werk, ist natürlich einmal die gesamte Entwicklung und wie groß der russische Markt ist. Wenn man überlegt, dass wir hier in Deutschland nur ein paar tausend Alarmanlagen verkaufen und die teuersten Fahrzeuge an den Straßen haben und dort in Russland fast 2 Millionen Alarmanlagen verkauft werden, ist das schier unglaublich. Ist mit Sicherheit auch dem Hintergrund geschuldet, dass deutsche Versicherungen da hohe Nachlässe geben, wenn man sich so ein Pandora-System installiert. Im App Store findet ihr die Pandora Online-App. Die Zugänge findet ihr auf der Codecard. Die rubbelt ihr euch frei, tragt die ein und schon seid ihr mit eurem Fahrzeug verbunden. Die Bedienung kinderleicht. Ihr könnt euer Fahrzeug weiterhin über das Keyless Go schärfen und entschärfen. Alternativ auch über den BMW-Schlüssel, wenn ihr kein Keyless Go habt. Und ihr könnt es jetzt natürlich auch über die Pandora-App machen aus der Ferne. Was mir richtig gut an der Pandora-App gefällt, dass ich meine Sensoren je nach Sicherheitsbedarf ein- und ausschalten kann. Bewegungssensor, Lagesensor und Schocksensor. Und auch hier kann ich den Voralarm und den Vollalarm stufenlos einstellen. Und ich bekomme sofort eine Push-Mitteilung vom Server, dass mein Fahrzeug angegriffen worden ist und natürlich auch über die App, über meine Telefonverbindung. Mithilfe des DMS-100 Bluetooth-Schocksensors können wir teure Einbauteile wie LED-Scheinwerfer oder diese Spiegel optimal schützen. Der ist auch von der Empfindlichkeit stufenlos einstellbar. Wenn jetzt jemand versucht, hier die Spiegelkappe zu entfernen, dann gibt es natürlich auch sofort den Vollalarm. Was in anderen EU-Nachbarländern schon lange von Versicherungen Vorschrift ist, nämlich eine Faktor-2-Authentifizierung, hat die Pandora-Alarmanlage natürlich auch in Form von 2 Bluetooth-Tags. Wenn ich jetzt das Fahrzeug versuche zu entwenden, weil ich einen nachgemachten BMW-Schlüssel habe oder die Frequenz verlängere, dann werdet ihr mal sehen, was dann passiert. Ich lasse jetzt mal den Bluetooth-Tag hier in so einer Keyless Go-Mappe verschwinden. Wir sehen jetzt auf dem Handy, dass das System den Tag gleich nicht mehr erkennt. Und wenn ich jetzt zum Fahrzeug komme und möchte das Auto ohne den Tag öffnen, dann hören wir schon, die Alarmanlage chippt nicht mehr zweimal. Sie sieht nämlich, dass der Tag nicht da ist. Wenn ich jetzt die Tür öffne, kann ich die Zeit einstellen, wie lange es dauert, bis die Alarmanlage den Alarm auslöst. Wir kommen jetzt hier auf meiner Watch schon die Vibration, habe hier die SMS von meinem Alarmsystem und bekommen hier auch zeitgleich den Anruf von der Pandora-Alarmanlage, dass das Fahrzeug angegriffen wird. Im Menüpunkt Statusverlauf finde ich alles, was jemals von der Alarmanlage erkannt worden ist. Jeder Alarm, Zündung an, Zündung aus, wann das Fahrzeug getankt worden ist, geöffnet worden ist. Alle Informationen sind hier gespeichert. Das gibt mir jegliche Information, was an meinem Fahrzeug jemals vorgefallen ist. Das Alarmsystem gibt uns 2 verschiedene Optionen der Wegfahrsperren. Einmal eine physische Wegfahrsperre über ein Relais und zum zweiten auch die Möglichkeit, es über ein sogenanntes CAN-Blogging zu machen. Ob das von eurem Fahrzeug unterstützt wird, findet ihr auf der Seite loader.alarmtrade.ru. Da könnt ihr sehen, welche Kommandos die Alarmanlage liest und welche sie schreibt. So, die Bluetooth-Tocken habe ich jetzt mal ganz kurz
außer Reichweite gebracht, wie wir hier sehr schön sehen können. Wenn ich jetzt zum Fahrzeug komme und will das Fahrzeug starten, dann funktioniert es nämlich hier nicht und die Alarmanlage löst auch jetzt sofort einen Alarm aus, weil der Bluetooth-Token nicht in Reichweite ist. Was mir richtig gut gefällt an dem Pandora-System ist die Bluetooth-Technologie mit dem DMS-BT100-Sensor Zusatzkomponenten zu schützen, mit der Bluetooth-Sirene kabellos überall im Fahrzeug die Sirene platzieren zu können. Gerade bei so teuren Neuwagen wie bei dem Porsche 992 ist das ein riesengroßer Vorteil. Was ich auch richtig gut finde, dass wir über die App oder über den PC mit dem Login alle möglichen Daten von dem Fahrzeug sehen können, selbst den, wann ihr das letzte Mal getankt habt, alle Strecken, wann ihr losgefahren seid, wenn ihr das Auto wieder abgestellt habt, das ist wirklich ein Alleinstellungsmerkmal der Alarmanlage. Wichtig natürlich für so teure Sportwagen, die relativ selten genutzt werden, ist der sehr, sehr geringe Stromverbrauch von nur so 4 bis 6 mA oder bei Fahrzeugen wie der BMW, der eigentlich so gut wie nie gefahren wird. Also das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal von dem Pandora-System. Ja, wenn ihr eine Frage zu dem Thema habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben auf die info@kfzalarm.de. Wenn ihr ein Angebot für euer Fahrzeug wünscht, geht auf unsere Internetseite kfzalarm.de. Da findet ihr ein Kontaktformular. Da könnt ihr eintragen, was ihr für ein Fahrzeug fahrt. Wichtig, tragt auch das Baujahr bitte ein und eure Postleitzahl, denn wir haben einen bundesweiten Einbauservice und wir können nicht jedes Fahrzeug an jedem Standort machen. Deshalb müssen wir wissen, welches Fahrzeug und von wo ihr kommt. Ja, gerne könnt ihr uns auch anrufen auf der kostenlosen 0800 535 5433. Vielen Dank fürs Zuschauen, euer Kai Stüben.